Hallo liebe Freunde, ich begrüße euch Gustavo Moreno Morales. Ich befinde mich in Herberthausen, wo die Stadt und die Johanniter ein Modellprojekt anfangen werden, hier wo die 80- und über 80-Jährige geimpft werden. Näheres werden wir jetzt gleich erfahren. War es nicht und dadurch gab es dieses Problem, dass Briefe über die Deutsche Post rausgeschickt worden sind und auch Leute angeschrieben worden sind, die schon verstorben waren, Leute angeschrieben worden sind, die gar keine 80 sind. Genau, das meinst du. Aber es gibt jetzt keinen Rücklauf, dass das Land weiß, doch sie melden zurück, wie viele geimpft sind. Ne? Letztlich läuft das über die Software, die wir durch das Land ja zur Verfügung gestellt bekommen haben. Dort werden die Daten der zu Impfenden alle hochgeladen in ein Portal. Und es findet abends immer ein Download statt, anonymisiert. Also die wissen nicht genau, welcher Name, welches Geburtsdatum. Aber die können im Robert-Koch-Institut dann eben sehen, wie viele Personen wir in der entsprechenden Gruppe geimpft haben. Im System wird hinterlegt, aus welchem Grund die Impfung durchgeführt wird. Das ist eine Pflichteingabe. Das heißt, also ist es eine Altersindikation, bedeutet über 80. Und das System ist so schlau, dass ein Geburtsdatum, wo jemand unter 80 ist, in dieser Kategorie gar nicht geführt werden kann, sodass da eben die Sicherheit auch besteht. Frau Bolsch, kann man ungefähr sagen, wie hoch der Prozentsatz der über 80-Jährigen ist in Göttingen, die jetzt tatsächlich geimpft sind und die weiterführende Frage ist dann, wann ungefähr damit zu rechnen ist, dass die zwischen 70 und 80-Jährigen dran sind? Also ich sage Ihnen mal, dass wir 7.500 über 80-Jährige angeschrieben haben, als wir unser Impfzentrum eröffnet haben, um sie darüber zu informieren, dass wir jetzt das Impfzentrum haben und man einen Termin sich geben lassen kann. Vorher hatten wir schon alle Altenheime avisiert. Das waren etwa 2.300 Personen, da ist aber Personal mit drin. Wir haben aktuell Impfstoff im Umfang von rund 26.000 Dosen entweder schon bekommen oder avisiert bis zum Anfang April. Und mit diesen Impfdosen können wir quasi 20% der Bevölkerung impfen. Der Göttinger Bevölkerung, genau, das ist Impfstoff A BioNTech-Pfizer für über 80-Jährige im Augenblick. Und B natürlich von AstraZeneca. Und Sie wissen, AstraZeneca ist nur zugelassen für 18- bis 64-Jährige. Und wir sind mit AstraZeneca im Augenblick noch in Priorität 1. Wir kommen jetzt aber an den Übergang von Priorität 1 zu Priorität 2. Ah ja, okay. Das heißt, in den nächsten Wochen ist auf jeden Fall damit zu rechnen, dass Priorität 2 dann auch anfangen kann, sich auf eine Warteliste zu setzen. Genau. Also Moment, die AstraZeneca ist im Augenblick nicht buchbar über die Hotline und das Online-Portal. Das geht nur über uns. Und das müsste vielleicht mal Herr Siebold schildern, wie wir das machen. Genau. Also bei dem AstraZeneca-Impfstoff ist es ja so, der ist nur zugelassen bis zum Alter von 65 Jahren. Bedeutet, dass da in der Gruppe 1 im Moment unter 65-Jährige hauptsächlich medizinisches Personal, Mitarbeiter in Gesundheitsberufen, jetzt dann, wenn wir zu Gruppe 2 wechseln, Polizeibeamte, also verschiedene Berufsgruppen, die einfach mit vielen Menschen Kontakt haben, an der Reihe sind. Und wir haben eine Mitarbeiterin, die die Arztpraxen alle einzeln abtelefoniert und Termine vergibt, also dass die Organisation läuft aus dem Impfzentrum heraus und wir vergeben die Termine eben direkt für den AstraZeneca-Impfstoff für die entsprechenden Berufsgruppen. Das läuft unter anderem so, dass wir sämtliche Arztpraxen angemailt haben, verschicken denen Listen, die sollen uns melden, wer impfberechtigt bei ihnen ist, die erfassen wir, machen daraus eine große Liste und wenn wir dann Impfstoff genügend zur Verfügung haben, rufen wir an und sagen so, jetzt geht's los, Ihre Arztpraxis hat jetzt einen Timeslot von bis und kann vorbeikommen. Ja. Gut. Mir ist noch ein Satz. Ich möchte wirklich dem Sportverein meinen herzlichen Dank aussprechen. Ohne euch wäre das hier nicht gelaufen. Ich sehe schon alleine im Haus, wie ihr das organisiert habt, wie ihr die Abläufe gemacht habt, dass ihr euch auch ums Essen, um die Pausen gekümmert habt, dass ihr hier mit einem wirklichen Personalaufgebot steht und die Menschen abholt und natürlich die ganze Vorbereitung vorweg, alle anzuklingeln, alle darauf hinzuweisen. Das war ein echter Kraftakt und ich glaube, so etwas geht auch nur ehrenamtlich. Von daher meinen herzlichen Dank für dieses Engagement an den ganzen Sportverein und alle, die mitgewirkt haben.
nehme ich dankend entgegen. Da kann ich mich auch nur anschließen, denn auch die Daten, die uns zugegangen sind mit den Listen, damit wir eben die Termine richtig vergeben können, also das hat alles hervorragend funktioniert. Danke. Und ohne diesen Einsatz wäre so ein Termin tatsächlich nicht so durchführbar. War der Vorteil, wir beide sind gebürtige Erbehäuserin. Häuserinnen auch. Und kennen die Leute einfach. Ja, ne? Wir hatten halt hatten ein Team zusammen von fast 20 Leuten. Ja, wir sind 20 Leute, die heute. Ja, das wollte ich auch fragen. 20 sind jetzt so in etwa. 20 vom Sportmann, ja. Es sind 7 aus dem engeren, also dem engeren Vorstand, beziehungsweise die Ehepartnerinnen und Partner. Und dann nochmal 14, 15 andere Vereine, aber alles Vereinsmitglieder durch die Bank weg durch. Das hat wirklich gut geklappt und ich sag mal, ich habe den Anruf bekommen am Mittwochabend um 8:30, 9:00 ungefähr und um Mittwochabend um 11:00 hat mir Sache, war die Sache dingfest. Hat gestanden. Ne? Ja. Das ging relativ gut. Genau. Erstmal das Okay machen wir auf alle Fälle und dann die Organisation, die dann dran hing. Es hat dann Donnerstag eben angefangen, Donnerstag, Freitag und dass das alles reibungslos dann vonstatten gehen konnte. Von Brötchen besorgen bis 1000 Kopien, knapp 1000 Kopien machen, das haben wir alles irgendwo. Ja, gemacht. Sehr schön, danke. Bitte. Gern geschehen. Das war ja jetzt irgendwie Pilotprojekt. Soll es noch mehr geben? Also Hettiershausen ist, glaube ich, auch mit einbezogen. Nächste Woche sind wir noch in Hettiershausen und dann werden wir im Impfzentrum mit Herrn Schmetz, Herr Schmetz ist ja der zuständige Dezernent, das muss ich heute noch sagen, der hat einen höchst privaten, persönlichen, familiären Termin und deshalb kommt er nicht und ich vertrete ihn hier heute sozusagen. Das werden wir mit Herrn Schmitz auswerten. Was man sehen muss, ist, es ist fürs Impfzentrum auch ein erheblicher Aufwand. Obwohl diese Unterstützung da ist, ist es trotzdem ein zusätzlicher Aufwand fürs Impfzentrum. Und wir sind ja im Auftrag des Landes unterwegs im Impfzentrum. Das Land stellt uns Personal und zwar nur begrenzte personelle Ressourcen. Wir müssen also schauen, ist das dauerhaft leistbar? Ich glaube, unser Wille ist da. Wir werden das auswerten und dann gucken wir weiter. Also ist auf zwei Seiten. Ne? Einmal ist es natürlich der Mehraufwand, auf der anderen Seite auch wieder ein Stück weit Entlastung und die Möglichkeit, im Impfzentrum selber Termine wieder für andere Menschen freizugeben. Das hatten wir heute schon hier, war jemand da, der sagte, ich habe eigentlich nächste Woche meinen Termin im Impfzentrum, den werden wir dort wieder aus dem System stornieren. Dann kann jemand anders diesen Termin nutzen, weil er eben hier die Impfung bekommen hat. Also auch da ist es ein positiver Effekt eben, dass wir dann wieder im Impfzentrum auch möglicherweise mehr Kapazität bekommen. Aber im Impfzentrum wird heute auch parallel geimpft. Ja. Also das, Ihr Team ist so groß, dass Sie, das heißt, das ist jetzt das was Sie meinen zusätzlich. Genau. Jetzt hier, ne? Nur damit Sie mal so eine Größenordnung haben, aktuell arbeiten im Impfzentrum alles inklusive 89 Personen. Wow. Ist das vielleicht eine Antwort an die Personen, die meinen, das Impfzentrum ist sicher, ist zu weit weg? Was ist die Frage dabei? Oder dass dieses Impfzentrum zu weit weg wäre, in Sieke, auf der Sieke. Naja, was Sie sehen müssen ist, Göttingen ist eine große Stadt und egal, wo wir ein Impfzentrum positionieren, wer am anderen Ende der Stadt wohnt, hat eine lange Anfahrt. Deshalb haben wir einen Bus-Shuttle-Service organisiert ab dem Kaufpark und wir haben uns da auch beraten lassen von den Göttinger Verkehrsbetrieben. Der Kaufpark ist eine Einrichtung, in der sehr viele Buslinien in sehr kurzer Taktung hinfahren und zwar ab Innenstadt. So dass man, wenn man in der Innenstadt ist und in die Innenstadt kommt man mit allen Bussen, sehr schnell zum Kaufpark kommt und von dort gibt es den kostenlosen Shuttle-Service. Außerdem haben wir einen sehr großen Parkplatz oben an der Sieghöhe eingerichtet, so dass man auch mit dem Auto relativ gut anfahren kann. Und für all diejenigen, die weder mit dem Bus noch mit dem Auto selber anfahren können, können sie mit einem ärztlichen Attest mit einem Taxischein ankommen und die Taxikosten werden von der Krankenkasse im Zweifelsfall vom Impfzentrum übernommen. Ja. Gut. Danke fürs Kommen. Danke für die Berichterstattung. Ich werde mich jetzt mal reinbegeben, weil ich bin hier dienstlich eingeteilt heute. Bitte. Heute, ja, ich kann im Augenblick noch keine Ergebnisse sagen. Ich habe eben nur gehört, dass die Bereitschaft, sich testen zu lassen, sehr hoch sein soll. Naja, okay. Und es hat, begonnen, ne? Genau, heute Morgen 10 Uhr. Und um 14 Uhr rechtlich mit den ersten Ergebnissen. Gut, dann wünsche ich alles Gute. Ja, ein schönes Wochenende. Genau, dem werde ich informieren. Der wird bestimmt heute auch noch eine kleine Presseinfo dazu rausgeben. Und Bereitschaft ist hoch. Das ist das, was ich heute Morgen gehört habe. Genau.
Okay. Alles ruhig, alles super, gut organisiert vom Deutschen Roten Kreuz in dem Fall und natürlich unserer Feuerwehr. Frau Brustedt, wie kann man die Menschen begleiten, die immer noch Ängste haben vor diese Impfungen? Was wir tun, ist Aufklärung. Wir klären schriftlich auf, wir informieren die Menschen. Es gibt ein Arzt-Patientengespräch vor der Impfung. Und ich kann immer nur werben, die Impfstoffe, die hier zugelassen sind, haben ein sehr umfangreiches, dreistufiges Zulassungsverfahren durchlaufen. Und zwar nicht nur in Deutschland, sondern in der gesamten Europäischen Union, in allen Einzelstaaten. Diese Impfstoffe, die eben zugelassen sind, sind auch in allen europäischen Staaten zugelassen. Deshalb können Sie davon ausgehen, dass diese Impfstoffe sicher sind und vor allen Dingen haben alle Impfstoffe eine sehr hohe Wirksamkeit. Vielen Dank, Frau. Gerne. Und haben einfach diese 68 Namen in unser Terminvergabesystem hochgeladen. Tschüss, danke fürs Kommen. Und haben die notwendigen. So, liebe Freunde, ich hoffe, es war informativ für euch. Wir sehen uns wieder gleich um 12 Uhr. Gibt es den nächsten Live-Bericht auf der Stadt? Dann hasta la vista. Ciao.